Mai 2009, Burkina Faso, die zweite Afrika-Reise. Diesen Regen habe ich euch versprochen. Die Suche nach dem Ort für das Festspielhaus geht weiter. Er ist mit dem Architekten Francis Kéré unterwegs. Glauben und richtig nach vorne gehen ist wichtig. Ja. Dieses Mal geht es ihm deutlich besser. Schon toll, ey. So Läden machen mir Mut, weil ich finde, wenn man dann hier wirklich mal hingeht für eine längere Zeit, dann hat man wirklich eine Versorgung. Ist ja alles da. Echt gut. Tabon. Achtung, Achtung, die Probe für das Opernfest heute Abend fällt wegen Regen aus. Ende. Ist auch ein bisschen was abgefallen, also dass er das wieder kann, reisen. Also es war in Kamerun ja einfach wirklich fürchterlich dann für ihn auch zu sehen, sein Wunschtraum Afrika oder erfüllt sich nicht oder er kann es nicht körperlich. Also es war auch ziemlich hart für ihn, das einfach so zu begreifen. Und jetzt ist es natürlich irgendwie, es gibt ihm unglaublich viel Energie, dass er jetzt wieder sagt, ich kriege das hin. Also es ist, und ich fühle mich hier wohl. Und ich gebe Kraft und ich kann Kraft nehmen. Also das ist halt schon ein ziemlich großes Ding jetzt hier. So einfach für ihn körperlich, seelisch. Es funktioniert wieder alles anders so. Tschüss! 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 Eine Schule, die Francis Kéré in Gando gebaut hat. Warum ist es jetzt hier passiert? Das habe ich nicht mitbekommen. Schlingensief möchte alles wissen, mit welchen Materialien hier gebaut wird und wie man sich vor der großen Hitze schützt. Ja, genau. Ein Modell aus Lehm. So könnte es aussehen, das Festspielhaus. Ouagadougou, die Hauptstadt von Burkina Faso. Es ist wie immer bei Schlingensief. Er braucht den direkten Kontakt mit dem Land, mit den Leuten. Nur so nehmen seine Ideen Formen an. Ja, wir sind richtig gut drauf. Mir geht's super gut, so gut wie ewig nicht mehr. Ich kann richtig gut atmen hier, also es ist kein Problem. Eine Schule für Tänzer soll in Ouagadougou entstehen. Schlingensief ist neugierig. Er will wissen, wie so etwas funktioniert. Sein Festspielhaus soll nicht nur eine Oper werden, sondern ein offenes Haus, in dem auch junge Menschen lernen können. Stipendien möchte Schlingensief möglich machen, einen Ort der Begegnung schaffen. Er möchte nicht versäumen, die Familie von Francis Kéré kennenzulernen. Er will noch mehr erfahren. Alles bringt ihn der Verwirklichung seines Traums näher. Deshalb auch diese Art von Wandlung in der Begrüßung. Ah ja, Baka. Ja, schon mal. Barka, Barka. 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 Hier kommt das Opernhaus drauf. Hier oben. Hier oben drauf. Das ist nicht der grüne Hügel, sondern der rote Hügel. Ja, steinige rote Hügel. Siehe! Komm mal her, mein Schatz. Das ist so toll hier. Danke. Echt toll. Hier ist das erste Mal, ich in Afrika bin und das Gefühl habe, ich brauche hier viel weniger Angst zu akzeptieren als in Europa oder in Deutschland. Ich habe hier auch weniger Angst vor mir selber. Ich bemerke, dass mein Körper sich sehr oft wohler fühlt, hat dann aber auch wieder seine Probleme, aber die sind dann wieder so wie bei jedem Menschen. Nach 300 Meter Laufen durch die Sonne sind alle kaputt. Da bin ich dann keine Ausnahme, das ist sehr beruhigend. Eigentlich ist das ein geheimnisvoller Ort und es ist so toll, dieses Geheimnis jetzt langsam kennenzulernen und die anderen dann nachher mitzunehmen und ihnen wie so ein kleiner Junge dann zu zeigen, wo der Schatz liegen könnte. Und der Schatz ist man selber und der andere und das Ganze. Und das ist ja das, was ich eigentlich immer mein Leben lang gesucht habe, dass das Ganze der Schatz ist. Es ist nicht das Einzelne, ja, und mag ein Teil auch missgestaltet sein. Die Wahrheit ist das Ganze, genau, Eisler, oder? Winterschlacht. Genau. Wir hören hier ganz deutlich Stimmen aus dem Jenseits. Hier spricht mein Vater mit hoher Stimme, ganz klar zu verstehen. Mea culpa in Wien, letzter Akt. Er heißt
Ein Blick ins Jenseits. Schlingensief lässt die Lebenden auf die Toten treffen. Gemeint ist die Begegnung mit seinem toten Vater. Wie seine Bühnenfigur entscheidet auch er sich, am Leben zu bleiben. Und man denkt, der ganze Film war sowieso ein Geisterfilm. Ne? Ist ja die kurze Störung gewesen, Irritation in meinem Leben, ob ich jetzt weg oder da bleibe. Und ich bleib hier. Das ist die Entscheidung und die ist gefallen, ich bleib hier. Und deshalb ist jetzt da das so schön, dass dann die im Himmel einfach so sagen, naja, komm, lass ihn noch mal. Papa, was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen. Ja. Diese Einsamkeit, von Erlösung, keine Spur. Papa, dich sterben zu sehen, das war so traumatisch. Da muss ich immer dran denken. Du kannst ja wieder sehen. Ihr beide im Himmel, ihr spaziert so nebenher, während er sein Festspielhaus erzählt, als die Kraft, die ihn auf Erden hält. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. So hat er sein Tagebuch genannt, das ein Bestseller geworden ist. Ja, es gefällt ihm wohl nicht. Das wäre doch so geil, so eine Story. Ja. Ja. Und dann kommt die Patentante da, weißt du, die Patentante ist da meinetwegen da, Elisabeth oder sowas. Rastlos und unerbittlich sich selbst gegenüber, schöpft er aus allem, was die Krankheit bei ihm auslöst. Das eingeübt? Ja, komm, setz dich hin. Und dann setzt sie sich so hin und dann fängt es so an. Das ist doch bestimmt kitsch und bestimmt toll. Seine Geschichte ist eine individuelle. Und doch berührt sie die Urangst aller, die vor dem Tod. Christoph Schlingensief hat daraus bewegendes Theater gemacht und sich das Leben zurückerobert. Also ich liebe das Leben jetzt ganz sicher mehr als früher, weil ich spüre mehr Gefühle in mir, die ich früher nicht so hatte. Ich kann öfter innehalten und plötzlich einfach so durchatmen. Und dann tut sich irgendwas sehr Glückliches auf. Also das ist ganz merkwürdig. Aber trotzdem, ich kann jetzt auch nicht, das kriege ich nicht hin, dass ich dann sage, ja Gott sei Dank bin ich hier krank geworden. Das wäre auch noch absurder. Aber irgend so eine Möglichkeit, ein bisschen in die Richtung zu denken, ist gut. Und das kann man ja versuchen. Ne? Gratulation.